Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast für Mittwoch, den 25. Nein, was? Ey, das gibt doch nicht. Das gibt's doch nicht. Für Mittwoch, den 24. Juli 2019. Und ich freue mich, dass ihr hier wieder euch zu meinem Podcast verirrt habt. Ich wurde von Costa Meronianakis darauf angesprochen, jetzt am Samstag, dass ich wohl der einzige Podcaster bin, den er hört, der immer Podcast sagt. Weil alle anderen sagen Podcast. Alle anderen sprechen es Deutsch aus. Ich mache einen Podcast. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich liegt es an meinen amerikanischen Wurzeln, die ich geheiratet habe, dass ich Podcast. Oder weil ich einfach nur englischsprachige Podcasts höre. Ich weiß es nicht. Aber ich mache das jetzt schon bald habe ich ein Jahr voll. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt schon aufgenommen habe von diesem Podcast. Aber es macht tierisch Spaß. Und ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Und jede Woche, jeden Mittwoch bei mir reinhört. Jetzt gucke ich doch mal hier, wie viele Folgen ich jetzt schon gemacht habe. Das muss man doch wissen, oder? Das muss ich doch hier auf die Reihe bekommen. Ich glaube, es sind schon so um die 40. Nee, es müssten eigentlich schon weitaus mehr sein. Es müssten vielleicht so 46, 47 Folgen sein. Heute ist die 48. Folge. Ich habe nachgeschaut. Die 48. Folge von Schlimmbecks Podcast. Und ich bin noch ein kleines bisschen verkatert. Wir hatten nämlich gestern Abend die Comedy Lounge Ingolstadt. Und ich hatte das große Glück, dass ich tatsächlich noch ein bisschen bleiben konnte. Meine Frau Stephanie war mit dabei und ich habe sie überredet zu sagen, komm, fahren wir einfach ein bisschen später. Wir gehen mit den Jungs noch auf ein Bierchen nach der Show. Und dann waren wir in Ingolstadt noch in der Bar Centrale, die ich so sehr liebe. Und sind auch draußen gesessen. Es war die perfekte warme Sommernacht. Es war so angenehm. Du konntest chillen. Du konntest einfach im T-Shirt draußen sitzen. Ja, es ist mega heiß, klar. Und draußen hatte es gestern bei uns 35 Grad im Schatten. Das ist ja Wahnsinn, ne? Und dann sind die Leute tatsächlich in die Gebäude geflüchtet und abends auf eine Comedy-Show gegangen. Es war super. Es war rappelvoll. Die Leute haben sich fast gestapelt da drin. Das Diagonal, wo die Comedy Lounge Ingolstadt stattfindet, ist ja auch ein richtig altes, dickes Gebäude mit dicken Mauern. Und da war es schon einigermaßen kühl. Na okay, irgendwann saßen halt da 70, 80 Leute drin und haben das Ding schön warm geatmet. Aber es war cool. Jan van Weyde hat abgerissen. Ich habe mich so gefreut, dass der endlich mal da war. Denn der war schon zu Gast bei meiner zweiten Comedy Lounge Ingolstadt, die ich jemals gemacht habe. Die war damals noch im Audi Sportpark draußen. Wisst ihr noch, als Ingolstadt eine Bundesliga-Fußballmannschaft hatte? Da gibt es ein Stadion, ich weiß nicht, ob das jetzt verwaist ist, im Audi Sportpark. Da gibt es die VIP-Lounge und mit denen haben wir so einen Deal gemacht damals. Komm, wir machen bei euch die Comedy-Lounge und dafür, und wir mussten es auch mieten, diese Räumlichkeiten. Und dafür haben die gesagt, können wir bei denen quasi im Stadion, im Fußballstadion auch Plakate aufhängen und Flyer und so weiter für die Comedy-Lounge. Aber das hat sich überhaupt nicht ausbezahlt. Es war Fußballpublikum, ist nicht Comedy-Publikum. Und wir haben uns sehr schwer da getan. Wir haben uns zwar wohl gefühlt, es war auch leicht dort zu parken. Klar, Fußballstadion-Parkplätze. Allerdings mussten die Leute halt mit dem Auto dahin fahren. Und seit wir in der Innenstadt von Ingolstadt sind, ist es natürlich perfekt. Ne? Passen zwar nicht mehr so viele Leute rein wie ins Fußballstadion. Das war auch geil. Die Bilder der Comedians wurden auf den Stadion-Screens angezeigt. Jeder Comedian hat ein Foto von sich gemacht da auf diesem Mega-Stadion-Screen. Aber jetzt in einem kleineren, feineren, in einer kuscheligeren Atmosphäre. Comedy ist ja auch wirklich erst dann geil, wenn du nah aufeinander sitzt und es ein bisschen dunkel ist und du einfach aus dir raus kannst und nicht in so einer kantinenartigen Atmosphäre von so einer Fußballstadion, Restaurationsbetrieb. Da mit viel zu hohen Decken und viel zu viel Licht und man konnte es gar nicht richtig dunkel machen. Egal, jetzt sind wir im Diagonal, kurz davor waren wir auch im Cup 94, wo wir uns auch sehr wohl gefühlt haben. Aber ich glaube, das Diagonal ist unsere Final Destination in Ingolstadt und es war gestern super. Wie gesagt, Jan van Weyde hat abgerissen ohne Ende, Lukas Wandke gekillt,
Tim Whelan hat sie fertig gemacht. Drei super Comedians. Wir hatten leider keine Newcomer diesmal am Start, aber es war okay. Die Show sollte auch nicht zu lang werden, weil, naja, wie gesagt, es war warm. Am Tag davor waren wir in Dachau in der Kulturschanze. Gleiches Team, gleiche Reihenfolge, genauso geil. Nur die Kulturschanze in Dachau ist so direkt neben der Kirche und die schlägt halt einfach alle 15 Minuten, schlägt die halt ihren Beat. Und dadurch, dass wir die Fenster aufhaben mussten, um es da einigermaßen kühl zu bekommen in dem Laden, haben wir natürlich ständig die Kirchenuhr schlagen gehört, die Leute, die draußen rumgelaufen sind, die Kinder, die da in den schmalen Gassen links und rechts von der Kulturschanze gespielt und geschrien haben. Es war jetzt dann nicht so perfekt. Wobei die Leute hatten super Spaß, es waren auch ein Haufen Leute da, aber es war nicht so voll. Und Ingolstadt war einfach dann jetzt wirklich die Krönung. So, heute habe ich einen Off-Day. Ich muss nachher gleich mal los zu meiner Mama. Ich muss ihr nämlich die Maschine erklären. Kannst du noch mal dringend mir diese Maschine erklären? Ich sage, wieso, welche Maschine? Die Maschine, die du uns zu Weihnachten geschenkt hast. Ich dachte, was für eine Maschine habe ich denn, wo man Musik hören kann? Ich habe denen einfach ein altes iPad geschenkt, weil mein Stiefvater so ein totaler Jazzmusikfreak ist und immer noch auf CD-Kaufsuche ist, weil er irgendwelche musikalischen Kleinode zusammensucht in irgendwelchen Plattenläden, keine Ahnung. Und habe ich gesagt, hey, ich habe da noch auf meinem iTunes-Familienabo, habe ich doch noch eine Person frei, ein Konto frei. Meine Mama hat einen Apple-Account, dann melde ich einfach ein altes iPad auf die beiden an und mach alles von dem iPad runter, was nur irgendwie sie durcheinander bringen könnte. Und richte denen quasi einen Musik-Account ein dort. Aber sie kommen damit nicht klar, weil Apple Music das so komisch einrichtet, dass du deine eigene Musik hast und dann die Apple-Mediathek. Und eigentlich müssen die ja, wenn er irgendwas sucht, irgendwas Abgefahrenes, Jazziges, wovon er gehört hat, dann wird er es wahrscheinlich in der Apple-Mediathek finden. Aber das Ding schaltet sich immer wieder zurück auf eigene Musik. Und dann das macht ihn schon fuchsteufelswild. Ein Knopf zu viel. Das ist einer, der legt auch das Smartphone auf. Der legt es wirklich so aufs Gesicht. Jan van Weyde hat das gestern übrigens auch erzählt, dass sein Opa das, glaube ich, so macht. Oder sein Onkel oder ich weiß es nicht. Aber damals meinem Stiefvater ein Smartphone gegeben, um dann ein Gespräch zu Ende zu führen. Und dann hat er sich verabschiedet, wollte er es dann wirklich so aufs Gesicht legen. Ja. Deswegen muss ich Ihnen die Maschine nochmal erklären, auf der man Musik hören kann. Weil sie sucht ein Lied, das sie irgendwo für einen Stepptanzkurs, keine Ahnung, verwenden möchte, von Drafi Deutscher. Ihr wisst jetzt, was kommt. Marmor, Stein und Eisen bricht. Genau, dieser Song, der in den 60er Jahren in Deutschland, in Bayern im Radio nicht gespielt worden durfte. Der Song Marmor, Stein und Eisen bricht war in Bayern auf dem Index. Ja, der durfte damals nicht im Radio gespielt werden. Nur in Bayern, glaube ich. Wisst ihr warum? Weil das Verb am Ende falsch dekliniert war. Es hätte nämlich heißen müssen, Marmor, Stein und Eisen brechen. Ist es nicht krass? Das haben wir am Donnerstag erfahren, als ich mit John bei, nee, am, ja, am, Fre am Freitag, als ich mit John in Köln bei Genial daneben war. Da war das eine von diesen Fragen, ob das richtig ist oder falsch, glaube ich, mussten die dann im Publikum, genau, die im Publikum, die mussten es raten, genau, genial daneben das Quiz. Wann der Ausstrahlungstermin ist, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall waren wir dort und da habe ich das erfahren. Wahnsinn, ne? Was damals so indiziert wurde wegen grammatikalischen Fehlern, geht's noch bitte? Es gibt diesen einen Song, den ich immer als Ohrwurm hatte. Ich gehe raus mit meinen Jungs, hey. Ich gehe raus mit meinen Jungs heute und sie fragt und sie fragt und sie fragt, kommst du heute noch zu mir nach Hause mit, Babe? Doch ich shoote alley-oop. Von wem ist denn der Song? Und sie fragt und sie fragt und sie fragt. Und ich habe das so oft gehört, dass ich plötzlich irgendwann dachte, das heißt nicht, sie fragt, sondern sie fragt. Und ich bin ja auch Süddeutscher und ich habe dann sogar gegoogelt irgendwann, weil ich so verunsichert war, wie es heißt, fragt oder fragt. Und tatsächlich im süddeutschen Raum, vor allem in Baden-Württemberg,
dann sagt man, fragt, habe ich mich gefragt. Und dann hatte ich einen Auftritt, ich glaube, es war in Steinfurt oder irgendwo. Und dann habe ich fragt gesagt, habe ich wirklich während meines Stand-ups, habe ich fragt gesagt in irgendeinem Zusammenhang. Und da ruft einer aus dem Publikum, fragt. Und ich als Bayer, als Idiot, ich war völlig verunsichert, bin dann tatsächlich ins Backstage hinter und habe fragt oder fragt gegoogelt und habe das denen dann erklärt, wie ich da drauf gekommen bin. Habe ihnen auch den Song vorgesungen. Ja, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Marmorschaden, Eisen bricht, meine Mutter, die Maschine. Ja, genau, richtig. Wir waren in Köln und wir haben Genial daneben aufgezeichnet, letzten Freitag. Und danach habe ich quasi in unserer Comedians-Online-Gruppe habe ich die Frage gestellt, gibt es eigentlich ein Open Mic in Köln, wo man am Abend vielleicht noch hingehen kann und vielleicht noch ein bisschen was spielen? Ich hatte Lust, mit John noch rauszugehen, denn die Aufzeichnung von Genial daneben war von 17 bis 18 Uhr oder so. Und um 18 Uhr waren wir fertig und wir hatten halt noch den Abend in Köln. Und was machst du, wenn du in Köln bist? Du triffst dich mit Leuten, setzt dich mit den Leuten zusammen, genießt den Abend. Und dann Manuel Wolf hat gleich geantwortet, das ist nicht dein Ernst, dass du hier nach Open Mics in Köln fragst. Shit, Leute. weil es eben dort wohl ein Open Mic gibt an diesem Abend, von dem ich nichts weiß, weil ich die betroffene Person seit Jahren blockiert habe, weil sie mich total abnervt. Und ich sage den Namen jetzt auch nicht, aber offenbar gibt es ein Open Mic, von dem ich auch nichts wusste. Und das hat natürlich Manuel sauber aufgestoßen. Und da waren aber noch ein paar Kollegen, waren dort bei dem Open Mic und sind dann danach auch noch rausgekommen. Und wir haben uns verabredet. Und ich habe auch den John aus seiner Comfort Zone ein bisschen rausgelockt und habe ihm Comedy-Kollegen vorgestellt von mir, die er halt gar nicht kennen konnte, ja, weil er sich ja mit dem Thema auch nicht so wirklich mit Stand-up in Deutschland auch nicht auseinandersetzt. Es hat auch einen wichtigen Grund und ich kann es megamäßig nachvollziehen, ist, wenn du dir so viel Zeug reinsuchtest von anderen Kollegen, dann hast du schon ein bisschen so die Sperre im Kopf und denkst dir, na, das Thema hat ja der schon beackert, den Joke hat ja der schon gemacht und dann kannst du nur noch kreativ werden mit so einer Schere im Kopf automatisch, dass du dir denkst, ne, also das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Da bleibt ja gar nichts mehr übrig. Wenn du dich auch mit dem Thema Gag-Klau auf einmal befasst, wie oft unfreiwilliger Gag-Klau passiert, können Erkan und Stefan dann auf einmal nicht mehr über Tinder sprechen, weil so viele Comedians über Tinder sprechen? Ja, können wir schon. Wir müssen halt nur unseren eigenen Winkel, unseren eigenen Ansatz finden. Gut, dass ich da, muss ich sagen, ein bisschen Comedy-Nerd bin und mir viel schon reingezogen habe. Natürlich auch, weil viele Comedians bei mir auch quasi durchreisen, habe ich einfach schon wahnsinnig viel gesehen, was in Deutschland so im Angebot ist. Und kann dann zumindest zu John sagen, na, also genau den Joke, den macht schon der und der. Und meistens sagt er dann, ist aber egal, ich bin da drauf gekommen, warum die Leute haben den und den wirklich schon alle gehört und überhaupt, wir haben ja wirklich unseren eigenen Ansatz. Es ist ja immer noch ein Unterschied, ob Erkan und Stefan einen Tinderwitz machen oder keine Ahnung, ein 20-Jähriger aus München-Gladbach oder weiß der Geier was, ne? Das sind andere Ansätze. Egal. Wobei Tinder einfach durch ist, aber Tinder ist trotzdem Thema. Es ist trotzdem Thema, weil es einfach die Lebensrealität von vielen Jugendlichen heute abbildet. Aber wie gesagt, wir waren dann abends, haben wir uns getroffen. Wir wollten eigentlich in Päffgen gehen, am Dom, glaube ich, oder irgendwo. Nee, am Friesenplatz. Und sind dann weiter spaziert, weil da einfach kein Platz frei war. Sind weiter spaziert in einen Biergarten. In Köln in einen Biergarten. Das ist, ich fand es schon so absurd, aber es war geil. Das war im sogenannten Hiroshima-Nagasaki-Park, kann es sein, dass es so heißt? Sehr einladender Name für einen Park, oder? Wo man sich denkt, da laufen bestimmt alle super verstrahlt rum. War auch ein bisschen so. Aber es war ein schöner Biergarten, ich glaube, der hieß Stadtgarten oder so. Und es war war rappelvoll. Und da war ein Stress. Da war ein Hin- und Hergerenne. Und wisst ihr, warum? Warum ist es im bayerischen Biergarten so ruhig und im Kölner Biergarten mega Verkehr? Weil die Bayern für ein Liter Bier nur einmal gehen müssen und in Köln müssen die für ein Liter Bier, glaube ich, achtmal zum Tresen. Dementsprechend ging es da nur hin und her. Es war irre. So ein Betrieb. Aber es war schön.
Jan Preuß kam raus, der Storb ist gekommen, Timur Turga war da, wer war noch da? Okay, Freundin von Timur Turga, Michael Ulbs war da und John und ich, und es war einfach eine richtig kleine, nette Runde. Und es war für die cool, den E-Mail kennenzulernen, und er meinte nachher auch, der Typ ist echt ganz nett, ist ein witziger, kluger Typ. Und dann später saß er noch länger irgendwo in der Eckkneipe, war super gesellig, bis sich dann langsam alle verabschiedet haben. Der Storb hatte am nächsten Morgen Morningshow, wo ich ihn dann auch besucht habe. Und John und ich sind dann abends noch ins Savoy Hotel und haben uns, und dann war niemand unten an der Bar. Und normalerweise ist da immer irgendjemand an der Bar. Wenn ihr mal in Köln seid und ihr wollt irgendwelche Promis aus Film und Fernsehen sehen, geht an die Bar im Savoy Hotel. Da sitzt immer irgendjemand. Da sitzt immer irgendjemand. Nervt die Leute nicht, glotzt sie nicht an oder so, aber setzt euch einfach daneben, keine Ahnung. Es ist eine lockere, entspannte Atmosphäre, und man kommt tatsächlich ins Gespräch. Und da war aber an dem Abend keiner. Wir dachten, das gibt's ja nicht. Normal ist hier immer rappelvoll. Irgendjemand ist da immer, den man so kennt, den man so kennt, den wir halt auch kennen. Und dann sagten die uns, nee, oben, wir haben heute die Dachbar geöffnet. Voll geil. Da kannst du im Savoy, kannst du einfach mit dem Aufzug ganz hochfahren ins oberste Stockwerk. Und da haben die eine Sommerterrasse offen mit Barbetrieb. Und da saß der Simon Pierce, war da. Mit einer Kollegin oder Aufnahmeleiterin oder sowas. Und wir haben uns noch länger unterhalten. Und dann sind wir tatsächlich um 3 Uhr ins Bett. Und am nächsten Morgen habe ich eigentlich dem Storb versprochen, dass ich um 9.30 Uhr bei ihm in der Morningshow bin. Und bin dann so um 9 Uhr, habe ich mich aus dem Bett rausgeschält, habe es dann geschafft, irgendwie in die U-Bahn zu steigen oder Straßenbahn, um dann zu jemandem Friesenplatz zu fahren. Aber ich habe mich dann in irgendeinem Bahnhof, musste ich umsteigen. Und da habe ich mich verlaufen. Gleichzeitig schreibt der Storb mir noch, du, wenn du kommst, bring mir doch bitte einen Red Bull ohne Zucker mit. Und ich so, ja, okay, alles klar, alles klar. Und in dem Bahnhof dachte ich mir, ich muss umsteigen von Gleis zu Gleis, aber in Wirklichkeit musste ich da irgendwie die Treppe runter, auf die andere Straßenseite, da irgendwie in den Keller runter, und da fuhr dann die U-Bahn. Und bis ich das gefunden habe, ist mir die Anschluss-U-Bahn weggefahren. Und dann kam ich halt insgesamt 20 Minuten zu spät beim Storb in die Morningshow. Und weil ich aber auch noch seinen scheiß Red Bull irgendwo kaufen musste. Und dann, aber ich meine, insgesamt war ich 10 Minuten zu spät, ehrlich gesagt, ich stand nämlich Ewigkeiten vor der Tür vom Radiosender, vor Big FM, und habe geklingelt, und er hat es nicht gehört. Der hat sogar eine Insta-Story gemacht, wo er meinte, ich guck mal hier, es ist hier 15 vor und der Simbeck ist immer noch nicht da, die Prominenz, bla bla bla. Und im Hintergrund hörst du, wie es an der Tür macht, düdel-düdel-düd. Das war ich stand draußen, aber er hat es nicht gehört, weil er Kopfhörer auf hatte und nebenbei Insta-Stories. Naja, das war's. Ich war beim Storb in der Morgenshow. Wir haben Tickets verlost für die Erkan und Stefan-Tour. Und danach habe ich mich dann langsam auf den Weg gemacht zum Flughafen. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, ich bin geflogen. Ich habe einen von diesen schlimmen Inlandsflügen gemacht, weil es leider nicht anders ging, weil ich am Abend nämlich dann in Burghausen sein musste. Normalerweise alles, was ist für mich kein Problem, 8 Stunden in der Bahn zu sitzen, aber nach Burghausen, ihr Lieben, dahin zu kommen, ist eine Tortur mit der Bahn, weil du musst erstmal musst du bis nach München, dann musst du wahrscheinlich schon von Köln aus eh schon umsteigen irgendwie in Kassel-Wilhelmshöhe oder sonst wo. Dann kommst du irgendwann in München an und dann musst du von dort noch mit der Bahn nach, keine Ahnung, Altötting, glaube ich. Und von Altötting musst du dann nochmal umsteigen. Insgesamt musst du von München noch zweimal umsteigen, bis du in Burghausen bist. Und viele Comedians unterschätzen das komplett, wie lange sie da unterwegs sind. Und sagen dann auch immer kurzfristig, ich wusste gar nicht, wie weit weg ihr seid. Die Fahrtkosten, da wäre ich ja 12 Stunden in der Bahn. Ja gut, bleibt daheim. Aber diesmal waren alle da. Es hat keiner abgesagt. Ich habe moderiert. Es war ein Sommer-Open-Air. Es waren, glaube ich, 600 Leute draußen auf dem Platz vor dem Kabarett des Grauens. Am Bichl heißt der Platz. In der Jazz-Fans aufgepasst. In der Straße, in den Gruben, oder da steht in den Grüben, steht er tatsächlich, aber es ist eigentlich ein Dehnungs-E,
was die Bayern früher wohl hatten, in den Gruben, also weil die Straße ist eine Senke, in den Gruben. Und da sind so Avenue of Stars mäßig, so wie im Hollywood Boulevard oder wie auch immer. Was ist das? Avenue of, ist es Hollywood? Ja, auf jeden Fall in Hollywood, das sind diese Sterne doch. Und in Burghausen sind auch so Messingplatten in den Boden, ins Parkett, will ich sagen, ins, wie heißt denn das? So verstrahlt bin ich, in Asphalt, in die Steine, ins Pflaster eingelassen, mit Unterschriften von Jazzgrößen. Also alles so B.B. King, Oscar Peterson, was es halt so gibt oder gab, die schon mal in Burghausen aufgetreten sind. Da gibt es nämlich immer die Burghausener Jazztage. Und mein Stiefvater, der war da früher immer regelmäßig und hat dort Jazz-Workshops gemacht. Und ist übrigens auch abends im Café am Bichl. Da steht dann auch, während der Jazztage ist, steht auch immer das Klavier frei und man kann da spielen. Und da hat übrigens auch schon Oscar Peterson gespielt. Also ist nicht ganz ohne dort. Und dort hatten wir dann an diesem Platz unser Comedy Open Air und es war super geil. Es war unfassbar gut, das Line-Up. Die Leute, also es war erstmal Eintritt frei und die Leute, die da saßen, die hatten, glaube ich, gar keine Ahnung, wer da war. Weil wer sich mit Comedy nicht so auskennt in Deutschland, kennt halt einfach nur, ist ja so, oder? Mario Barth, vielleicht noch Bülent Ceylan und Caroline Kebekus. Aber an dem Abend, wir hatten nachdenkliche Sprüche mit Bildern, was so ein bisschen rausgestochen ist, weil es ist eigentlich keine Comedy. Es ist jemand, der im Internet lustige Bildchen veröffentlicht, aber auch abgefahrene Texte schreibt und der hat dann eine Story erzählt. Und Dagmar Schönleber war da richtig, richtig gut. Mit Musik auch ein bisschen. Die hat echt gekillt. Die Leute haben die Dagmar Schönleber gefeiert. Dann Jan van Weide war eben da, der war als Headliner gesetzt, als Überraschungsgast, weil nicht sicher war, ob er kommen kann. Aber der hat es dann kombiniert mit meiner Comedy Lounge. Johnny Armstrong war da. Absolut gigantisch. Costa Meronianakis. Das ist schon so, wenn du, da weißt du gar nicht, in welcher Reihenfolge du die Leute auf die Bühne schicken sollst, weil einer stärker ist als der andere und es einfach schwer ist, nach dem einen auf die Bühne zu gehen und noch mehr rauszuholen. Aber man darf es einfach nicht so sehen. Man darf nicht sagen, nach dir will ich nicht auftreten, du bist zu gut. Nein, reite diese Welle. Wenn einer vor dir gut ist, dann profitierst du davon. Das ist nicht, dass es danach wieder runtergeht, sondern nein, wenn du gut bist, dann kannst du auf dieser Welle reiten und es ist umso besser. Deswegen war es für alle Comedians ein super dankbarer Abend. Ich denke, habe ich jemanden vergessen? Dagmar Schönleber, es war noch Isabel Meili war noch da, aus Wien ist sie gekommen. Genau, und ich glaube, das war es. Nachdenkliche Sprüche mit Bilder. Isabella Meili, Dagmar Schönleber, Costa Meronianakis, Jan van Weide, Johnny Armstrong und ich. Mega, 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 mega. Am nächsten Morgen dachte ich mir, ach, jetzt frühstückst du. Wir waren im Hotel Burgblick untergebracht. Frühstückst du nochmal ganz schön. Und danach treffen wir uns drüben im Café am Bichl und frühstücken da nochmal. Da freue ich mich immer auf meine Smoothie Bowl. Ja. Dann habe ich dann aber trotzdem auf das Frühstück da verzichtet in dem Hotel. Ja, weil es schon, genau, die haben 9.30 Uhr haben die ihr Frühstück schon zusammengeräumt. Und es stand noch ein bisschen was da. Und dann ist mir aufgefallen, die haben in diesem Hotel Burgblick auf der österreichischen Seite von Burghausen, ist die Wand, die haben da eine Tapete an der Wand mit so abfotografierten, aufgeschlagenen Notizbüchern und alten Büchern, so auf Antik gemacht. Weißt du, so ein bisschen so, so eine Kladde mit handschriftlichen Notizen oder auch so alte Bücher vom Flohmarkt. Und da ist tatsächlich genau da, wo wir saßen, war ein altes Buch abgebildet mit Rassentheorien. Wie krass, oder? Da war also wirklich so Köpfe, die vermessen wurden. So sieht der Sumatra-Mann aus, so sieht der Nigerianer aus, so sieht der Assyrer aus. Und ich mir denke, was geht denn ab? Irgendwelche Alten? Da war auch ein Bild, ein Buch mit russischen Texten, wo abgebildet war, wie man sich gegenseitig Gasmasken aufsetzt im Falle eines Giftgasangriffs. Also die hätten da schon ein bisschen vorsortieren können, als sie diese Tapete mit antiken Buchseiten da designt haben, oder? Krasses Ding.
Ich war schon ein bisschen schockiert. Ich habe es sogar fotografiert, aber ich habe es dann doch nicht veröffentlicht, weil es einfach irgendwie doch zu gruselig war. Hey, Rassentheorien? Geht's noch, oder? Da im Hotel, im Frühstücksraum, direkt an der Wand hinter mir. Meine Frau saß da und sagte, sag mal, kann es sein? Guck mal, dich mal um, was da hängt. Die hängen doch. Die Ösis halt, ne? Ist halt doch ein anderer Schlag. So, das war Burghausen, Comedy Open Air des Grauens. Da haben wir nochmal eins, und zwar am 7. September. Comedy Open Air des Grauens. Und wisst ihr, wer da auftritt? Erkan und Stefan, jawohl. Ich werde dann diesmal nicht moderieren, sondern der Matuschke, Matthias Matuschek. Und wir werden als Erkan und Stefan. Das ist dann komisch, weißt du, wenn er dann erst als Flo moderieren würde und dann ziehe ich mich schnell um und sage, jetzt ich nochmal als ein anderer. Und habe ich zum Sascha vom Kabarett des Grauens gesagt, nee, hol den anderen Moderator, dann können wir uns auf unseren Auftritt konzentrieren und dann wird es auch eine runde Geschichte. Aber es war geil, es war super. Und Burghausen ist immer eine Reise wert, fahrt da mal hin. Ich liebe, also jeder Comedian liebt es, dort aufzutreten. Die lieben es übrigens auch in Altenau, beim Altenauer Dorf wird aufzutreten, wo wir jetzt am kommenden Samstag sind. Das ist im Ammertal, wenn ihr Oberammergau kennt, da in der Nähe. Und die Leute, die diesen Dorfwirt betreiben, die Spiegelbergers, Florian und Isabella Spiegelberger, haben da so einen wunderschönen, ein unglaublich tolles Wirtshaus mit angeschlossener Bühne, wo wir die Comedy Lounge veranstalten. Und da sind wir jetzt am Samstag auch nochmal mit Lukas Wandke, Tim Whelan und dazu kommt der Nick Schmid. Also kommt da vorbei, gönnt euch und wenn ihr Bock habt, könnt ihr sogar im Altenauer Dorfwirt übernachten. Die haben wunderschöne Zimmer. Und es sind super Leute, ein total geiles Frühstück, super Küche. Ich kann es nur empfehlen, geht einfach mal auf altenauer-dorfwirt.de, oder? Altenauer-dorfwirt? Ich weiß es nicht, ja doch. Ah nee, altenauerdorfwirt.de in Altenau. Gehört eigentlich zu Saulgrub, aber das hören sie nicht so gerne, weil die sich wohl irgendwie nicht verstehen. Gibt es immer, oder? Dass es zwei Nachbarorte gibt und der eine wurde beim anderen eingemeindet und seitdem hassen die sich aufs Blut. Ich bin mal in Tuttlingen aufgetreten und die Stadthalle Tuttlingen steht im Ortsteil Möhringen. Und die Tuttlinger sagen von den Möhringer, dass sie Arschlöcher sind und die Möhringer sagen von den Tuttlingern, dass sie die größten Idioten auf Gottes Erden sind. Und so trittst du dann in der Stadthalle Tuttlingen auf und darfst nicht auf der Bühne sagen, hallo, guten Abend, liebe hallo, guten Abend, Tuttlingen. Dann wirst du ausgebuht, weil die Stadthalle steht in Möhringen. Das ist ich verstehe es nicht. Unfassbar, oder? Die hassen sich. Mit denen kannst du nicht reden. Das sind die größten Deppen. Und gleichzeitig stellen die dort aber medizinisches, feinchirurgisches Gerät her, was die in die ganze Welt verkaufen. Aber in ihrem eigenen Mikrokosmos endet der Tellerrand an der Ortsgrenze. Unfassbar, oder? Aber es ist halt immer so. Es gibt halt natürlich in jeder Stadt die und die. Ist ja ganz normal. Was gibt's in eurer Stadt? Genau, ey, schreibt mir doch mal. Wo kommt ihr her? Habt ihr auch so diese Köln-Düsseldorf-Fehde? Ist immer super dankbar, wenn man irgendwo auftritt und es gibt so die verhasste Nachbarstadt und du kannst Jokes auf deren Kosten machen. Das lieben die Leute einfach. Jeder Comedian möchte das gerne wissen. Das heißt, schreibt mir, wo ihr herkommt und wie eure Hass-Nachbarstadt heißt. Dann werde ich das alles aufzählen. Und überhaupt, wenn ihr schon dabei seid beim Schreiben, wenn ihr auf iTunes diesen Podcast hört, dann hinterlasst mir doch einen Stern oder vielleicht eine nette Bewertung. Sowas hilft so ein bisschen in der Podcast-Bewertung. Eine gute Bewertung hilft bei der Podcast-Bewertung. Nee, vor allem auch, dass man dann quasi auch anderen Leuten vorgeschlagen wird und dass noch ein bisschen mehr Leute auf Schlimmbergs Podcast kommen. Jan van Weide war bei mir, der hat heute leider seinen letzten Tag gehabt. Der ist nur in Dachau und Ingolstadt aufgetreten. Und wir hatten aber eine super gute Zeit und haben festgestellt, wir kennen uns schon länger. Der hat damals in einem Kurzfilm mitgespielt, in dem ich auch mitgespielt habe. Nämlich hieß der Kurzfilm Klaus. Den haben wir 2008 oder 2009 gedreht, mit dabei. Also ich hatte eine tragende Nebenrolle. Die Hauptrolle hat Maximilian Vollmer gespielt. Der hat Klaus gespielt. Ich habe Jürgen gespielt. Ich war derjenige, der hat Klaus damit beauftragt, ein Taxi zu überführen. Und Klaus wusste allerdings nicht, dass in dem Taxi eine Menge Koks versteckt war. Und Klaus musste einfach unschuldig, ohne zu wissen, was in dem Auto ist, dieses Taxi an irgendeinen komischen Gangster bringen, der das Taxi aber nicht abnehmen wollte, glaube ich, und musste ihn woanders hinbringen.
und kam da irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste, vom Regen in die Traufe und aus, durch allerlei krasse Situationen. Guck doch mal, wenn ihr Lust habt, geht mal auf YouTube ein, Flo Simbeck bei Klaus. Da ist, glaube ich, zumindest ein 2,5-minütiger Ausschnitt dabei, wie ich da mitspiele, mit Jasmin Schwiers. Und Jasmin Schwiers ist die Ehefrau von Jan van Weyde. Die haben geheiratet, die haben jetzt 2 Kinder mittlerweile. Kleine Stadt, oder? Kleine Welt. Und übrigens, der Bruder von Jan van Weyde ist der Bürgermeister von Schongau, wo ich auch eine Comedy-Lounge habe, wo ich vor kurzem mit Jacqueline Feldmann auch zu Gast war, die auch dort unbedingt auftreten wollte, weil nämlich ihre beste Freundin in Schongau lebt. Und so schließen sich Kreise, von denen man nie dachte, dass die existieren. Übrigens, bei Klaus haben auch noch coole Leute mitgespielt. Simon Pierce, hallo? Ist doch Wahnsinn, oder? Vorher habe ich von ihm gesprochen. Wir haben noch dabei Pauli Sedlmayr natürlich, stimmt. Und Peter Rappenglück, der meinen Bruder Horst spielt bei Erkan und Stefan. Und Elias Mbarek hat mitgespielt. Wen hat der gespielt? Einen verdeckten Ermittler. Und Frederik Lau. Krass, oder? Was für ein mega Line-up bei dem Kurzspielfilm Klaus von Frederik Welter. Den Friedel Welter kennt ihr natürlich auch, Sturm der Liebe etc. Ach, wo übrigens auch Jan van Weyde auch lange Zeit mitgespielt hat. Ne? Wer Sturm der Liebe-Fans müssen ihn kennen. Ich glaube, er hat den Pagen gespielt. Ich weiß aber nicht, wie er hieß. Wahnsinn. Das ist doch ein Hurenbusiness, oder? Jeder hat schon mal mit jedem irgendwie und jeder kennt jeden. Aber es sind alles super liebe Leute. Ich liebe es, mit Comedians abzuhängen, weil es empathische Menschen sind. Die setzen sich in eine Situation hinein und stellen sich vor, was alles Schlimmes passieren kann, erzählen auch gerne von ihren eigenen Fails. Und deswegen macht Comedy auch so viel mehr Spaß als Kabarett, weil man einfach mal den Alltag vergessen kann und über Quatsch lachen. Und das haben die Jungs gestern Abend bravourös wirklich gemacht. Lukas, Tim, Jan, alle drei haben aus den lustigsten Situationen aus ihrem Alltag erzählt. Und aus verschiedenen Themenbereichen natürlich. Familien feiern, Babys haben, was auch immer. Und die Leute haben sich bepisst vor Lachen. Es war sowas von gigantisch gut. Also wenn ihr irgendwo mal einen von diesen Comedians seht, geht hin. Tim Whelan ist übrigens in Berlin. Der hat auch übrigens, Tim Whelan hat gestern auch noch Flyer verteilt, dass ein Album von ihm kostenlos zum Download auf Bandcamp ist, nämlich Gemüse. Heißt das Album. Er liebt das deutsche Wort Gemüse, weil es so gut anfängt und dann Müse. So wie ein Wort, das, ich glaube, wie hat er das gesagt? Ein Wort, das beim Sprechen schon verfault. Jedenfalls hat er sein Album Gemüse online auf Bandcamp und da kann man es sich kostenlos downloaden und anhören. Und genau, da hat er gestern die Flyer verteilt und ich dachte mir, wäre doof, wenn ich euch nicht auch drauf hinweise. So, und das war's. Am Donnerstag bin ich nochmal mit Tim Whelan und Lukas Wandke im Jazzclub Augsburg, bei der Comedy Lounge Augsburg. Da wird es auch, wenn es euch zu heiß ist, kommt da runter in den Jazzclub. Es ist klimatisiert. Wir lachen im Kühlen. Wir sind alle cool. Ihr seid cool. Und als dritte Person kommt übrigens Andi Sauerwein mit dazu. Genau, und am Samstag in Altenau als dritter. Ich habe es vorher schon gesagt. Nick Schmid, everyone. Nick Schmid, Leute. So, Smart City Garden ist mein Sponsor diese Woche. Smart City Garden, wer auf Gemüseanbau steht zu Hause, wer gerne mal quasi, wem quasi es zu teuer ist, immer die Produkte sonst wo zu kaufen und mal selbst zu Hause anbauen möchte, der findet bei Smart City Garden alles, was das Herz begehrt. Keine Lust mehr, die teils horrenden Preise für gesunden Konsum, fett geschrieben, warum? Zu finanzieren. Unsicher, was die Industrie unter dem Begriff kontrolliert biologischer Anbau versteht, habt ihr Lust, euch nachhaltig und bewusst im eigenen Kräutergarten einen Ausgleich zum teils stressigen Alltag zu schaffen? Dann kommt zur Comedy Lounge und lacht mit uns. Nein, oder? Dann geht auch zu Smart City Garden. Das Motto von Smart City Garden ist, lasst es wachsen. Unkonventionelles Urban Gardening, ein Grow Shop, der euch berät von vorne bis hinten zu Hydrokultur, zu Growboxen, zu allen möglichen Dingen. Wer zu Hause selber mal Dinge anbauen möchte, ist bei Smart City Garden gut beraten. Geht auf smartcitygarden.de
oder geht nach Smart City Garden in Manching, das ist ein Vorort von Ingolstadt, und lasst euch da beraten. Da bekommt ihr alles von der Beleuchtung über die Bewässerung bis zum Dünger und vor allem auch Beratung. Kauft die Scheiße nicht auf Amazon, kauft sie auf smartcitygarden.de. Da bekommt ihr Beratung und ihr bekommt auch unter dem Gutscheincode Schlimbeck einen 10%igen Nachlass. Wie cool ist das dann, oder? Also Smart City Garden, unser Sponsor diese Woche. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Und ich habe auch einen Comedy-Auftritt bei Smart City Garden. Die haben nämlich ein, glaube ich, einjähriges Jubiläum im August. Am 17. August, Lieben, kommt einfach zum Smart City Garden. Da ist dann Comedy umsonst mit mir. Smart City Garden machen zusammen mit dem Nachbarbetrieb auf dem Grundstück. Die heißen Roadster Fun. Genau. Geht mal auf Instagram roadsterfun.ingolstadt. Die vermieten so kleine Seifenkisten, motorbetrieben, die fahren, glaube ich, bis zu 80 km/h. Da braucht ihr einen Autoführerschein und mit denen könnt ihr dann durch die Stadt fahren. Die machen Stadttouren. Da könnt ihr quasi eine guided City-Tour machen. In diesen Roadstern mit Helm auf durch die Stadt brezen, so zu zehnt. Oder auch raus und raus in die Natur. Finde ich eine super witzige Geschichte. Also, und da kommt einfach zum Sommerfest. Wir machen Comedy, es gibt lecker Getränke, lecker Essen. Ich weiß nicht, ob es auch Produkte von Smart City Garden Kunden gibt. Auf jeden Fall wird es da sehr geschmeidig und lustig. Und ich trete auf und freue mich auf euch. So, und dann bin ich auch noch, wo sind noch meine nächsten Auftritte? Es wird ein bisschen dünner diesen Sommer. Ich habe noch einen Auftritt am 11. August in Weilburg. Fragt mich nicht, wo zur Hölle Weilburg ist. Ich werde es wahrscheinlich am Tag vorher feststellen, wenn ich mir das Ganze auf Google Maps angucke. Die Bahntickets habe ich mir schon geholt. Weilburg, komm, da schauen wir jetzt einfach mal nach. Wo zur Hölle ist Weilburg? Weilburg Maps. Bratan, wo liegt Weilburg? Weilburg. City Map. Google.com. Ist es überhaupt dieses Weilburg? Kann das sein? Weilburg. Auf jeden Fall, da treten Hausmeister Krause tritt da auf. Dennis aus Hürth tritt da auf. Und wir. Ich weiß nicht, wer noch alles da sein wird, aber es wird auf jeden Fall eine richtig coole Comedy-Open-Air-Geschichte. Weilburg, ich glaube, das ist irgendwie an der Lahn-Schleife, an der Lahn, Weilburg an der Lahn, offenbar ist es das. Ja. Zwischen Limburg und Gießen, Koblenz, zwischen Frankfurt und Siegen, zwischen Koblenz und Gießen, zwischen Wiesbaden und auch Siegen. Da liegt Weilburg genau in der Mitte. Bei Limburg, vielleicht kommt ja auch ist nicht in Limburg auch der Thebats van Elst, dieser verschwendungssüchtige, krasse Bischof gewesen? Thebats van Elst, was für ein Name, oder? Mit dem Namen muss doch ein Freak werden. Genau, auf jeden Fall da in der Nähe ist Weilburg, wenn es dieses Weilburg ist. Bei Wetzlar, was ist überhaupt für ein fucking Bundesland? Da ist doch kein Mensch, leben da Menschen? Wahrscheinlich schon, oder? Nördlich von Frankfurt. Was ist für ein Bundesland? Ist Hessen, oder? Das muss Hessen sein. Frankfurt, zwischen Frankfurt, Koblenz, Siegen, Kassel, das ist Hessen. Genau. Also, in Weilburg, in Hessen, hätten wir auch gucken können, oder? 14.000 Einwohner in Weilburg an der Lahnschleife. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir auf jeden Fall mit Erkan und Stefan Hausmeister Krause und Dennis aus Hürth und noch ein paar anderen echten Comedy-Koryphäen. Koniferen treten wir da auf am 11. August. Ja, und das war's. Und wir gehen in die Sommerpause. Sonst passiert da nichts. Holt euch die Karten für Erkan und Stefan live. Geht auf erkanstefan.de, holt euch die Tickets oder wir treffen uns in dem Robinson Club auf Fuerteventura, wo John und ich, wir haben uns umentschieden, im Robinson Club auf Fuerteventura sind wir. Ich gucke jetzt mal nach, wann genau. In der letzten Augustwoche werden wir da sein. So zwischen dem 18. August und dem
25. oder 27. August werden wir auf Fuerteventura sein und werden wir dort in dem Theater von dem Robinson Club unseren Auftritt nochmal fertig und rund machen und durchproben. Und am Ende werden wir dort auch auftreten. Ich werde auch einmal ein Solo spielen, weil wir, glaube ich, 2 Sonntage insgesamt da sind. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr zufällig da seid, dann werdet ihr dort das allererste Mal das Soloprogramm von Erkan und Stefan sehen. Ja, so sind wir drauf, oder? Wir kombinieren das Nützliche mit dem Schönen. Wir machen Urlaub, proben viel, sind kreativ und am Ende treten wir dort auf. Und es ist ein Win-Win für beide, oder? Für den Robinson Club und für uns und auch für euch, wenn ihr da seid. Und ansonsten sehen wir uns bei unserem allerersten Erkan und Stefan Solo-Auftritt am 17. September in Mannheim. Ja, das wird krass. Im Kapitol, 600 Leute gehen da rein. Ja, okay. Kurz vorher sehen wir uns auf jeden Fall noch irgendwo bei den Wühlmäusen in Berlin. In Felbert bin ich bei Schlüssel Comedy und die Ausstrahlung von Vereinsheim Schwabing. Aber wir werden uns noch so oft sehen, Leute. Wir werden uns noch so oft hören hier auf Schlimmbecks Podcast. Ich bedanke mich auch noch bei Hartig Timepieces, die uns schon immer unterstützen. Auch auf hartig-timepieces.de bekommt ihr die coolen Uhren von Hartig Timepieces für einen Nachlass von 15%, wenn ihr das Codewort Schlimmbeck eingebt im Shop. Und jetzt bedanke ich mich bei meinen Schlimmbäckchen, die mich unterstützen. Die haben alle von mir jetzt auch schon Poster zugeschickt bekommen. Unter anderem habe ich auch ein Dönertier verschickt. Ja, es gibt noch Dönertiere online, aber nur noch ganz, ganz wenige. Bald sind sie alle weg. Die habe ich auf eBay rausgehauen und schön unterschrieben. Und genau, das war's. Danke an meine Schlimmbäckchen, als da wären. Oh, Ben Schlimmbeck. Es ist eine recht lange Liste mittlerweile, aber es ist schön. Das sind Leute, die gerne meinen Podcast hören und die einmal im Monat auch einen Euro abdrücken und dann auch hier genannt werden. Nämlich Ben Schlimmbeck, Andreas Hartig, Alex van Laak, Leon Borg, Dirk Hoffmann, Erkan und Stefans Bunny, El Cativo, Douglas Stahl, habe ich schon bei Douglas Stahl gesagt. Und meine Schlimmpresario, das sind, die bekommen eine Fanfare, jawohl, die unterstützen mich noch mehr. Dennis Place. Danke, lieber Dennis, du unterstützt mich schon von Anfang an und seit kurzem auch dabei als Schlimmpresario. Katrina Messinger. Danke, liebe Katrina. Ja, unterstützt mich auch auf patreon.com/Florian Simbeck. Oder das gleiche könnt ihr auch tun auf steadyhq.com/de/Schlimmbeck. Shit, ich mache den Link einfach unter meine Kommentare vom Podcast. Genau. So, das war's. Ich weiß nicht, was ich euch jetzt sonst erzählen soll. Das war es eigentlich alles. Ich war mit John unterwegs mit dem Fahrrad. Das war krass. Ich hab Bike-Sharing jetzt mal gemacht, als ich in München unterwegs war. Junge, Junge, Junge. Wir haben so die Oberschenkel gebrannt. Ich muss einfach mehr Sport machen. Und ich habe mir vorgenommen, auf Fuerteventura ein bisschen Sport zu machen, damit ich fit bin für die Erkan und Stefan Tour, Leute. Genau. Okay. Supportet den Podcast. Supportet Comedy. Geht, wenn irgendwo eine Comedy-Show ist, geht hin. Live ist Comedy am schönsten. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo mal sehen. Schön, dass es euch gibt. Genießt den Sommer und wir sehen uns entweder jetzt am Donnerstag in Augsburg, am Samstag in Altenau oder wieder nächste Woche bei Schlimmbecks Podcast. Ciao. Hab euch lieb. Jetzt fahre ich zu meiner Mama und helfe ihr mit der Maschine. Ja, das muss auch gemacht werden. Tschüssikowski.